Dass man rapportiert ging, dass der DR die Idee hat für unsere Entwicklungszusammenarbeit von 1% von unserem RNB, von unserem Brutto-Nationalabkommens auf 0,7% beruft zu gehen. Das verwundert mich nicht weiter, da das bisschen den Playbook und auch das, was rechtsextrem und rechtspopulistisch Regierungen überall in Europa und überall auf der Welt machen. Es kann nicht sein, Herr Feio, dass ihr hier ein Partei wie der DDR als rechtsextremistisch angreift, die nicht ist. Das weiß, dass ihr keine Ahnung habt, was rechtsextremismus ist. Ihr kennt ja Ideengeschichten. Wir sind eine konservative Partei. Wir lauschen mal nur. Wo finden in der politischen Landschaft hier am Land so Ideen wie der Kollektivismus, wo bei mir die individuellen Freiheiten verdedigen? Auf welchen politischen Lehrer sind die antisemitischen Organisationen von der mehr Unterstützung hier im Land bei ihrem Lehrer oder bei Eisen? Wo hast du Schutz zum Leben mit groß geschrieben? Ist das echt bei der Euthanasie oder beim Erwarten, wo Leben immer miteinander konsideriert wird? Ist das echt ob ihrer seid oder ob Eiser seid? Wo ist die Meinungsfreiheit am besten garantiert hier im Land? Bei Eis, die nicht ähnlich mehr wird Meinungsfreiheit permanent verdedigen oder an ihrem Lehrer diese permanent erschätzen? Lass das mal nur, Herr Feio, wir sind noch gar nicht fertig. Es sind auch nicht fertig. Es ist nicht möglich, Herr Feio. Es ist nicht möglich, Herr Feio. Lauscht das mal nur. Das ist die perfekte Demonstration für soll drauf sein, dass es keine extremistische Bewegungen gibt, weder um Linke noch um Rietzeburg, als der Minister, Member von der Regierung, hier kennt, an einem Gespenst malt, was mir Gott sei Dank an diesem Land muss noch drohen. Es ist politisch irresponsabel. Los sind ich auf den zweiten Punkt mit der Solidarität, die 3,4 nicht zu holen. Wisst ihr, dass wir gesucht haben, dass wir selbstverständlich solidarisch sind und die 0,7%, zu denen Lützburg sich engagiert hat, das versprechen haben wir. Geht ihr dann bei den anderen Ländern, die Entwicklungshilfe von den Weltmännern wie 0,7 haben, ein paar, die darauf gesagt haben, so dass denen das selber ist, so dass denen Regierungen, sie wären rechtsextremistisch, weil sie Männer wie 0,7% bezahlen von ihrem Brutto-Nationalabkommen der Entwicklungshilfe. Wisst ihr nicht, dass eine Politik, die wir 60, bald 70 Jahre, so gemerkt haben, dass eine ganz, ganz gemäß ist der Erfolg, vielleicht denke, muss immer durchgehen, aber einen anderen Weg gehen muss gehen. Wir gehen über den Entwicklungsstaat, eine Solidarität zu weisen, die es vielleicht besser am Museum noch vorbringt, wie eine Politik, die dieser 70 Jahre betreibt, und uns ein Scheck aus, die Korruption produziert, und nicht viele ökonomische Programme in den meisten Ländern, die dafür profitiert haben. Die kommt dahin, und die mehr denkt Politik, weil da nicht kapabel sind, umzudenken, weil der Zeichen der Zeit nicht versteht, weil da nicht kapabel sind, etwas zu ändern, was sich nicht bewährt hat. Und da kommen die dahin, und die sagen, wir werden nicht solidarisch, man muss wenigstens die Courage Politik zu überdenken, an neue Wege zu gehen, an bessere Ideen zu vertreten. An ein ähnliches Argument, an dem Fall, weil der argumentativ gegen den ADR nicht kann durchhalten, dass sie zu sagen, die sind Rechtsextremisten. Aber die sind ein Extremist am Geist, weil sie einfach nicht kapabel sind, ein differenziert, eine politisch klare Analyse zu machen, um die höflich rüberzubringen. So nicht mehr.